Was uns auch sehr wichtig war, ist halt die Energieerzeugung. Deshalb haben wir hier obendrauf Solarplatten für das Gebäude. Hier drüben einen großen Windpark, wo aber halt nicht nur Windräder drin sind, sondern da drüben, wie man sehen kann, auch Solar ein bisschen. Und hier drüben haben wir noch eine Biogasanlage, alles zum Strom produzieren halt. Und die Autos, die wir haben, die werden hier an der Tankstelle mit Strom betankt. Und die Lampen, die produzieren halt ihren Strom selber für sich. Kommt aus den Schornsteinen, wie man oben sieht, Rauch raus, also Dampf. Das ist aber Wasserdampf, also nichts Giftiges, was der Umwelt schadet. Daneben befindet sich ein Kraftwerk für Strom. Und der Strom wird aus Pflanzenkraft produziert. Und dann haben wir hier auch noch zwei Parks gebaut, damit man sich eben, wenn man einen harten Tag hatte oder in der Mittagspause, kann man sich hier eben ausruhen. Aber wir dachten uns, dass es auch nicht schlecht wäre, wenn ein paar Leute gleich in der Nähe von ihrer Arbeit wohnen und nicht so einen langen Weg zur Arbeit haben, weil im Industrieviertel sind halt schon recht viele Leute angestellt und wenn die dann alle vom Wohnviertel, das am anderen Ende der Stadt liegt, kommen müssen, das wäre auch ziemlich anstrengend und stressig. Und dann gibt es außerdem Stau oder so. Wir haben ja zwei Gebiete. Einmal ein Gebiet, wo nur Einfamilien und so wohnen, in kleineren Häusern mit Spielplätzen und kleineren Wegen. Und ein Gebiet, wo ja, Hochhäuser und all sowas sind, wo halt Leute, die sich nicht so viel leisten können, beziehungsweise auch nicht so ein großes Haus brauchen oder Wohnung halt ja, darin wohnen können. Das sieht man ja auch hier gut. Wir haben jetzt auch wirklich darauf geachtet, dass das Stadtbild bzw. die Skyline von dem Gebiet, wo mehr so Hochhäuser sind, nicht durch so kleinere Häuser kaputt gemacht wird. Und auch die kleineren Häuser, wo halt Familien wohnen, nicht so eingeengt unter Hochhäusern sein müssen. Und bei den Häusern haben wir auch sehr viel darauf geachtet, dass viel Licht durchkommt. Also mit viel Glas haben wir gearbeitet. Darunter haben wir auch die meisten Häuser mit Solarplatten versehen. Die Autos haben wir auch mit Solarpanels Das müsste noch ausgestattet, hinfliegen. einfach weil wir fanden, dass Erdöl bzw. Erdgas in den nächsten Jahren nicht mehr als so, also die beste Lösung sein sollte. Deswegen sollten wir dann doch auf regenerative Energie achten. So, dann haben wir noch einige so andere Gebäude auch gebaut, die gar nicht zu unserem Bereich gehören. Einfach nur, weil wir wollten, dass die Leute nicht extra in ein Stadtviertel fahren müssen, um zum Beispiel in die Kirche zu gehen, sich was anzugucken oder irgendwo mal zu erholen. Also auch mit viel Grünflächen und auch viel Parks gearbeitet. Parkhäuser nicht mehr oben, also auf dem ganz normal so als Häuser dastehen, sondern unter der Erde halt sein sollen. Wir haben jetzt eins als Beispiel gebaut, wo halt auch ein Fahrstuhl eingebaut ist, dass die Leute auch mit einem Fahrstuhl hochfahren können. Bei uns ist es so, dass der Lehrer kein Lehrer ist, sondern als Lernpartner gilt. Und wenn man jetzt hier in die Schule reinläuft, oder in meinem Fall jetzt reinfliegt, dann sieht man hier in den Klassenraum, dass jetzt keine vielen Räume sind, sondern von Klasse 6 bis 10. Und da unterrichten dann jetzt zum Beispiel die Klasse 6, unterrichtet die Klasse 5 zum Beispiel vormittags und Klasse 10 unterrichtet dann Klasse 9 nachmittags. Bei uns ist es auch wichtig, dass wir halt jetzt nicht zum Beispiel die ganze Zeit nur lernen, sondern auch mal zur Erholung irgendwie rausgehen können und da einfach mal sich ausruhen oder hier in die Cafeteria gehen können und sich zum Beispiel Jelly Beans holen können. Und ja, hier haben wir dann noch verschiedene Kategorien, also Fakultäten, zum Beispiel Chemie, Biochemie. Das ist bei uns so aufgebaut, dass wir nicht nur den Unterricht vermitteln, sondern auch wir haben direkt Projekte von den einzelnen Fakultäten. Zum Beispiel bei der Sternwarte oder beim Astronomieabteilung gibt es Forschungen in Solartechnik, bei Biochemie gibt es weiter Forschungen in Gen und bei der physikalischen gibt es zum Beispiel Forschungen in, was wir als Beispiel genommen haben, Löschtechnik und öffentlichen Verkehrsmitteln. Also als zweites ganz großes Projekt hatten wir noch, was auch gemeinschaftlich sich gut durchgesetzt hat, ist die Schwebebahn. Da haben wir hier die Entwicklungs. Wie ist das?
Entwicklungshalle gebaut. Hier werden die gewartet und konstruiert. Also wir haben nochmal einen großen Wert auf Autonomie gesetzt. Also das heißt, unsere Gebäude sind zum größten Teil Selbstversorger. Die Energie gewinnen wir für unseren ganzen Komplex aus Photovoltaikanlagen. Und sowohl haben wir noch Erdwärme verbaut, weil wir auch denken, dass es ein sehr guter Schritt in die erneuerbare Energie ist. Und Regenwasseraufbereitungsanlagen sind auch verbaut. So, das ist unser Theater. Also unser Haupttheater, ja. Mehrere. Also das ist erstmal die schöne Eingangshalle mit einer extra ausgestatteten Galerie. Da wir auch bei dem Theater ein bisschen Platz, zu viel Platz hatten, mussten wir es dann mit Restaurants füllen. Gastronomie. Und dann kommen wir auch in den Haupttheater-Vorstellungsraum. Und dann sind wir auf den Schluss gekommen, noch eine Statue zu bauen, damit ich den Denker. Dann kommen wir auch zu einer Bibliothek, was ja auch sehr kulturell eigentlich fanden. Genau. Weil da kann man auch Geschichte nachlesen und ähnliche Sachen. Wir haben uns auch dafür entschieden, ein Jugendhaus zu bauen, wo sich halt so die Jugend treffen kann, weil wir waren der Meinung, dass Jugend später mal die neue Kultur ist. Ja, Billardtisch mit allem drum und dran. Gefunden. Und das schöne Basketballfeld. Ja. Ja. Dann noch ein kleiner Spielplatz. Für die etwas kleineren. Und unser legendäres Kino. So, dann kommen wir in unser tolles Museum. Ja, das ist wirklich einer der Haupthighlights. Intensivsten? Ja. Wir haben uns dafür entschieden, einfach mal alle Bäume zu kategorieren. Und was haben wir hier noch? Oh ja, wir haben 130.000 Kilometer Regenwald abgeholzt.